Das neue Jerusalem. Im Moskauer Gebiet versteckt sich eine Vielzahl außergewöhnlicher Orte. Einer von denen ist das Kloster Neues Jerusalem. Patriarch Nikon gründete das Kloster 1656. Jener Patriarch war es, der einst den religiösen Ritus der orthodoxen Kirche stark reformierte. Zum Beispiel bekreuzigte man sich seit seinen Reformen mit drei Fingern, nicht mehr nur mit zwei. Wer seine Reformen ablehnte, gehörte zu den sogenannten Altgläubigen. Nikon wünschte sich eine Kopie Jerusalems für die Christen. Die Auferstehungskathedrale soll dieses Ideal erfüllen. Der Fluss Istra symbolisiert demnach den Jordan im Heiligen Land. Ab 2015 wurden im Zweiten Weltkrieg zerstörte Teile des Klosters, auch der Glockenturm, wieder aufgebaut und die Innenausstattung mit einer Vielzahl von Ikonen restauriert und eingeweiht. Das Kloster ist seitdem zu einem beliebten Ziel für christliche Besucher und für Touristen geworden.